So, Joachim, kannst du mich wieder hören? Ja, kann ich. Ich versuche jetzt nochmal. Ah, hier. So, jetzt müsste es hoffentlich auch mit der Kamera stimmen. Und ich habe jetzt meinen Bildschirm gerade noch freigeben. So. Jetzt das richtige Programm starten. Du müsstest dann auf Vollbild machen, ne? Dann Genau. siehst du nichts mehr, aber ich kann dir sagen, es sind im Moment über 200 Leute, die hier zuschauen, soweit ich weiß. Ich würde, wenn es dem Ende zugeht, ein akustisches Signal ertönen lassen, damit du Bescheid weißt, dass es noch ungefähr, dann hast du noch ein paar Minuten zum Reden, okay? Sehr gut. Ja, wunderbar. Okay, dann ich bin jetzt hier weg und du kannst loslegen. Die Mainstage ist deine. Gut, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Veranstaltung Klimawandel in der Schule Symposium. Ganz, ganz wichtig meines Erachtens und ich freue mich hier auch beizutragen. Und ja, ich gehe davon aus, dass sicherlich jeder von dem Thema schon eine Menge gehört hat. Aber dennoch, am Anfang von solchen 2 Tagen ist es sicher ganz wichtig, nochmal sich klarzumachen, wo stehen, was sind Fragen, wo müssen wir hin. Und ich hoffe, dass ich für jeden trotzdem, auch wenn es um die Grundlagen erstmal geht, interessante Einsichten noch dabei sind, egal wo er jeweils steht mit seinem Wissensstand schon. Hier starten möchte ich mit dieser Grafik, die vergleicht. Wir stehen im Moment mit der Corona-Pandemie vielleicht am Anfang der dritten Welle und natürlich beschäftigt die uns seit einem Jahr tagtäglich wie nichts anderes. Das Klimathema ist fast ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Insgesamt langfristig gesehen, glaube ich, ist aber diese Grafik hier völlig zutreffend, dass Klimawandel das viel größere Problem sein wird im Vergleich zu dieser Pandemie. Klimawandel wird uns die nächsten 20, 30, 50 Jahre ständig beschäftigen und die Folgen für den Planeten und auch für die Menschheit sind in meiner Einschätzung noch deutlich größer als die Pandemie, durch die Pandemie und dementsprechend sind diese Wellen, die da anrollen, nicht unverhältnismäßig im Vergleich zu den Pandemiewellen links. Und wo stehen wir im Moment? Wir haben eine Erwärmung, die schon deutlich über einem Grad liegt, eher 1,2 Grad fast, die wir inzwischen haben, gegenüber der vorindustriellen Zeit. Das muss man immer mit dazu nehmen, wenn man sagt, gegenüber was denn? Meistens wird da 1850 bis 1900 als Basiszeitraum genommen, wie hier links auf der Y-Achse gezeigt. Wobei beim Klima eben auch häufig die letzten 30 Jahre als Vergleich angenommen werden. Das muss man dann immer jeweils eben berücksichtigen und genau anschauen, zu welcher Basis gerechnet wird. Im Vergleich eben zur vorindustriellen Zeit, 18 oder vor 1900, mehr als 1 Grad Erwärmung, was ein deutlicher Unterschied ist im Vergleich zu dem, was in den 2000 Jahren vorher an Klimavariabilität und Trend da war. Vorher war es fast gleichmäßig und jetzt eben dieser sehr stark erwärmende Trend. Und das selbst gesteckte Ziel, unterhalb von 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben in diesem Jahrhundert aus dem Paris-Abkommen. Wenn es so weitergeht im Trend wie bisher, dann wird das bereits in 20 Jahren erreicht sein, 2040. Also das erleben wir hier alle noch. Und die große Herausforderung besteht eben innerhalb dieser 20 Jahre wirklich die Hebel so umzustellen, auf fossile Energien eigentlich vollständig zu verzichten, sodass dann dieser grüne Weiterentwicklung eintritt, dass wir eben unter dieser 1,5 Grad Leitplanke oder absolutes Maximum 2 Grad Leitplanke bleiben
und einer gefährlichen Klimawandel, der ganz dramatische Konsequenzen für den ganzen Planeten mit sich bringt, eben vermeiden können. Das Thema Klimawandel ist meines Erachtens daher, weil es so vielleicht das größte Menschheitsproblem, das wir überhaupt dieses Jahrhundert haben werden, ist es ein Querschnittsthema für die ganze Schule. Das fängt an bei Geografie, da ist es, glaube ich, schon relativ stark vertreten jetzt. Geht weiter über Physik, Chemie, Biologie, die Naturwissenschaften, wo man sehr viel zu dem Thema, zu den Grundlagen, den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels lernen sollte und auch machen kann. Ob nun Strahlungshaushalt der Erde, ob warum ein CO2-Molekül denn nun die Wärmestrahlung eigentlich absorbiert im Vergleich zu einem Stickstoff- oder Sauerstoffmolekül, das die Wärmestrahlung nicht absorbiert. Biologie, die Auswirkungen des Klimawandels auf Mensch und Pflanze und Tier. Das geht rein in die Informatik. Klimamodelle sind das größte und herausforderndste, was die Informatik überhaupt kennt, die entsprechend effizient zu machen. Heutzutage geht es aber eben wirklich weit, weit hinaus, auch in die Politik. Wie müssen globale Abkommen ausgehandelt werden? Wie ist lokale Politik? Es war eben gerade schon zu hören von der Staatssekretärin. Wie schafft man es, dass alle Parteien und alle die ganze Bevölkerung an einem Strang zieht, dass die Wirtschaft eben mitmacht und das auch als Krise erkennt? Das geht rein in den Bereich Religion und Ethik. Dürfen wir verantworten, dass alle Warmwasserkorallen absterben, dass ganze Tierarten aussterben? Das geht weiter in den Bereich der Geschichte, wo wir lernen können aus anderen globalen Krisen, etwa den Weltkriegen und so weiter, wie solche Krisen auch gehandelt werden können. Psychologie ist sehr stark. Wie kommen wir weg davon, dass wir nicht nur darüber Bescheid wissen, sondern eben auch wirklich unser Handeln verändern? Und der Bereich der Technik, welche Technologien stehen uns zur Verfügung, um Klimawandel zu bekämpfen? Also die Schule hat eine ganz große Aufgabe, einerseits Wissen zu vermitteln, aber auch das Interesse an dem Thema zu wecken für wirklich alle. Und Klimahandeln muss von Kindheit an eingeübt werden. Das ist etwas, was ganz stark eben auch dadurch verankert werden muss, dass es schon im Kindesalter erlernt wird. Und dann, glaube ich, ist diese gesamtgesellschaftliche, sehr drängende Aufgabe zu schaffen, wenn wir eben nicht nur den Wissensstand haben, so wie wir über den, was weiß ich, Wiener Kongress oder so etwas wissen, sondern merken, dass das auch wirklich unser Handeln tagtäglich beeinflussen muss. Wo stehen wir bezüglich dieser Erwärmung? Wie gut können wir zuordnen, wo die Erwärmung herkommt? Und da haben die Klimamodelle in den vergangenen Jahren wirklich sehr viel geleistet. Wir können die verschiedenen Faktoren sehr gut zuordnen. Eben insbesondere, wie weit ist der Klimawandel menschgemacht, den wir aktuell sehen, und wie weit geht er auf natürliche Faktoren zurück. An der blauen Linie sehen wir, dass die Klimaentwicklung der letzten 100 Jahre sich eben kaum durch die natürlichen Schwankungen, die wir kennen, erklären lässt, sondern ganz wesentlich auf die Treibhausgase zurückgeht. Die erklären mehr als 95% des beobachteten Trends, und dementsprechend ist klar, es ist menschgemacht, die Erwärmung, die wir in den letzten 50 Jahren sehen, hängt ab von den Treibhausgasemissionen und da zum überwiegenden Teil eben von den CO2-Emissionen. Die sind verantwortlich für diese schnelle Erwärmung. Und wie es mit den CO2-Emissionen weitergeht, wird entscheidend sein, wie das Klima sich innerhalb dieses Jahrhunderts entwickelt. Und hier rot und blau im oberen Graphen sehen wir den Unterschied zwischen weiter steigende, starke Emissionen, rote Linie, und blau drastische Einschränkung, eben Klimaneutralität. Dann kann man es schaffen,
dass die Erwärmung eben entsprechend klein bleibt. Während bei einer Erwärmung um 4 Grad, wie sie hier mit der roten Linie gezeigt ist, wir wirklich einen komplett anderen Planeten hätten. 4 Grad klingt wenig, bedeutet aber sehr, sehr hohe Erwärmung, die unbedingt vermieden werden muss. Und die Emissionen sind über die letzten 40 Jahre, haben sich verdoppelt. Und wie der Vorredner auch schon sagte, die Emissionen der letzten 40 Jahre sind wesentlich verantwortlich für die Klimaentwicklung, auch die wir sehen. Und wir müssen genau jetzt einen drastischen Turnaround schaffen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. 1,5 bis 2 Grad bedeutet, dass wir sinkende globale CO2-Emissionen brauchen, die um das Jahr 2040 bis 2055 auf Null kommen. Und das ist also wirklich eine riesige Transformation, die damit einhergeht. Viele Transformationen in allen Sektoren, diese CO2-Emissionen runterzubringen. Das verbleibende CO2-Budget liegt jetzt 2020/21 nur noch bei etwa 650 Gigatonnen CO2, die ausgestoßen werden können, um eben dieses 1,5 bis 2 Grad Ziel tatsächlich einzuhalten. Die jetzt von der Politik vorhandenen Selbstverpflichtungen der verschiedenen Länder führen noch zu einem Anstieg um etwa 3 Grad insgesamt bis zum Ende des Jahrhunderts. Und auch für Deutschland bedeutet das eben, dass unsere Emissionen noch deutlich zu hoch sind. Von diesen 6,5 Gigatonnen entfällt auf Deutschland mit 1% der Weltbevölkerung etwa 0,75 Gigatonnen. Das reicht also noch etwa 8 bis 9 Jahre, wenn wir linear so bei, also jedes Jahr so viel ausstoßen, wie wir im Moment ausstoßen. Und Deutschland liegt bei etwa 8 Tonnen CO2 pro Kopf, pro Person pro Jahr. Wenn man das umrechnet, sind das 23 Kilogramm pro Tag. Eine Riesenmenge. Wenn man das als Rucksack rumschleppen müsste, wüsste man, wie viel das ist. Und es ist klar, das meiste fällt gar nicht bei mir zu Hause vor Ort an, sondern sehr, sehr viel steckt eben in den Produkten, die ich kaufe. Das Soja, das die Kuh gefressen hat, deren Fleisch ich esse, das ist eben ein wesentlicher Teil an diesen CO2-Emissionen. Die fallen nicht nur bei mir zu Hause an durch den Schornstein. Dann auch wichtig, eben klar zu machen, wo liegen die Verantwortlichkeiten, wer hat wie viel zu verantworten. Bei den CO2-Emissionen hier auf der linken Seite mal als Bild gezeigt. 27,7% ist der CO2-Emissionen des letzten Jahrhunderts kommt aus Europa, 30% aus den USA. Also die Industriestaaten sind im Wesentlichen verantwortlich für die CO2-Emissionen des letzten Jahrhunderts. Afrika zum Beispiel nur 2,5%. Gleichzeitig sind die Länder, die am wenigsten ausgestoßen haben, diejenigen, die die größten Folgen zu tragen haben werden. Es gibt eben durch die starke Erwärmung und auch die hohe Luftfeuchtigkeit diese dunkelrot-braunen Bereiche, wo Leben möglicherweise unerträglich wird, wenn wir die Klimaentwicklung so weiter haben wie im Moment. Das sind Bereiche Indien, Bangladesch, aber eben auch Zentralafrika, Horn von Afrika, Indonesien, Teile von Brasilien, die bei einer Erwärmung um 3 bis 4 Grad absolut an vielen Tagen im Jahr eigentlich unbewohnbar sind von den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten her. Können wir mal angehen, bitte? Entschuldigung, das ließ sich nicht abbrechen. Folgen auch in Deutschland, auch wenn es hier vielleicht nicht so dramatisch ist, aber die Folgen sind in Deutschland absolut schon jetzt
zu sehen. Das sieht man hier. Die Zahl der heißen Tage hat enorm zugenommen. Wir haben eine Verdreifachung bei den heißen Tagen in den letzten 50 Jahren zu vergegenwärtigen. Und diese Verdreifachung hat sicherlich in den letzten Jahren auch jeder gemerkt, Tage über 30 Grad sind im Sommer inzwischen die Regel, was in den 70er, 80er Jahren noch sehr ungewöhnlich war. Das hat mit sich gebracht, zusammen mit enormer Trockenheit in den letzten 3 Jahren, dass wir eben gerade beim Wald enorme Entwicklung gesehen haben. Die Waldschadensberichte sind gerade rausgekommen und die Ergebnisse sind wirklich absolut gravierend, jetzt schon, bei dem jetzt herrschenden Klimawandel. In 20, 30 Jahren wird das natürlich noch viel umfassender sein. Wir haben im Moment die Situation, dass fast 250.000 Hektar wieder aufgeforstet werden müssen. Das entspricht etwa der Fläche des Saarlands. 79% der Bäume zeigen irgendeine Form der Kronenverlichtung. Das heißt, nur 21% der Bäume sind wirklich in Anführungsstrichen ganz gesund in dieser Hinsicht. Und in Hessen beispielsweise sind allein im letzten Jahr, in 2020, 17% der Fichten vollständig abgestorben. Also eine enorme Entwicklung in ganz kurzer Zeit, die nicht nur wirtschaftliche Schäden bedeutet, sondern eben auch ein ganz anderes Landschaftsbild und viele, viele Folgen für die Ökologie mit sich bringt und auch einen ganz großen Umbau des Waldes notwendig macht. Und ja, die Folgen des Klimawandels sind sehr, sehr vielfältig. Wir erwarten eben eine ganze Verschiebung von Klimazonen. Der Wald in Deutschland ist dann ein Beispiel, aber eben gerade auch die Arktis, die sich sehr, sehr stark und schnell erwärmt, oder auch Himalaya-Regionen sind da betroffen. Der Anstieg des Meeresspiegels, da ist die Prognose, dass das bis zu 1 Meter bis zum Jahr 2100 bedeutet. 1 Meter ist sehr, sehr großer Anstieg, der für viele Küstenstädte mit teilweise Millionen Bevölkerung schon ganz gravierende Folgen mit sich bringt. Die Niederschläge verändern sich, was die Landwirtschaft dann natürlich stark betrifft. Insbesondere Extremereignisse, Wetterextreme, sind wir sicher, dass die durch Klimawandel sich stark verändern in ihrer Häufigkeit und ihrer Intensität. Hitzewellen, Dürreereignisse, auch folgend dann Waldbrandereignisse sind da insbesondere zu nennen. Und da werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Artenschwund ist stark beschleunigt, 100- bis 1000-fach stärkere Aussterbezahlen. Das geht hauptsächlich zurück auf die Landnutzungsänderung, eben dass der tropische Regenwald abgeholzt und brandgerodet wird. Aber auch der Klimawandel spielt da eine deutliche Rolle und ist ein Kofaktor. Dann Krankheiten. Sei es übertragbare Krankheiten wie Malaria, aber auch eben Hitzeschlag, Trinkwasserversorgung, Wälder haben wir eben schon angesprochen, landwirtschaftliche Erträge. Allgemein, es gibt eigentlich keinen Sektor der Wirtschaft, der nicht von Folgen des Klimawandels stark oder sehr stark betroffen sein wird. Viele Sektoren machen sich das, glaube ich, im Moment noch nicht klar, welche Auswirkungen das für sie alles mit sich bringt. Und dann die berühmten Kipppunkte werde ich auch gleich nochmal erwähnen und Migration und Kriege, die deutlich zunehmen könnten und auch betroffen sein werden. Ja, ein kleines Beispiel, eben die Extremwetterereignisse. Da hat sich in der Klimaforschung und auch in der Wetterforschung sehr viel getan. Und man ist sich sehr sicher, dass in Europa eben die Sommer deutlich, diese solche extrem warmen Sommer, wie wir sie 2018, 2019 hatten und zum Beispiel 2003 auch hatten,
dass die deutlich zunehmen und dass sich die Häufigkeitsstatistik, die hier so als Gauss-Kurve aufgezeichnet ist, sich sehr stark verschiebt. Einerseits verschiebt sie sich nach rechts hin zu wärmeren Sommertemperaturen und die Sommer könnten eben mehrere Grad im Schnitt wärmer werden und sie verbreitert sich noch dazu. Das heißt, die Extreme sowohl zu sehr heißen oder weniger heißen Sommern verschieben sich in der Breite. Und ein Sommer, wie er 2003 war, im Schnitt entsprach der ziemlich genau dem Sommer 2018. Das erinnern wahrscheinlich alle, wird in den 2030er Jahren vielleicht, wenn wir mit den Emissionen so weitermachen wie bisher, ein normaler Sommer, ein durchschnittlicher Sommer und bereits in den 2050er Jahren eher ein kalter Sommer sein. Also das, was im Moment Jahrhundertsommer ist, ganz ungewöhnlich, könnte noch innerhalb von 30, 40 Jahren eben zu einem eher kühlen Sommer werden. Und wie schnell diese Entwicklung ist, auch im Vergleich zu dem, was wir an Klimaänderungen in den letzten Jahrtausenden kennen und gewohnt sind, das zeigt sich hier, das ist die durchschnittliche Erdtemperatur der letzten 20.000 Jahre. Das fängt hier an bei der letzten Maximum der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren. Es war 3 bis 4 Grad kälter als heute. Diese Erwärmung, die wir jetzt sehen, um 3 bis 4 Grad, würde hier eben diese sehr, sehr deutliche Sprung in der Temperatur mit sich bringen, der gerade für die Ökosysteme wie Wälder und so eigentlich nicht zu bewältigen ist, der dann ganz große Auswirkungen macht. Und dieses Erreichen der Kipppunkte, sehr schwer vorherzusagen, wo der einzelne Kipppunkt liegt. Das ist so ähnlich wie beim Jenga-Turm, wo man auch nicht sagen kann, wann der genau umfällt. Aber dass er umfällt, das sind sich die Klimaforscher sehr einig. Und eben gerade die Korallenriffe werden wahrscheinlich schon bei 1,5 bis 2 Grad eigentlich unrettbar verloren sein. Aber auch andere große Systeme wie Alpengletscher, das arktische Meereis, das grönländische Eisschild, die kommen auch bei 2 bis 3 Grad schon in den orangen bis roten Bereich. Und andere Systeme wie der Amazonas-Regenwald, der wird so bei 3 bis 5 Grad in den roten Bereich kommen. In dem Sinne also wirklich notwendig, dass wir diese Erwärmung unterhalb von 2 Grad unbedingt schaffen. Jeder Einzelne kann was tun, das ist, glaube ich, auch klar. Natürlich kann man als Einzelner nicht dafür sorgen, dass das Kohlekraftwerk weniger Kohle verbrennt. Aber man kann sicherlich einiges tun in Richtung Vermeidung von eigenen CO2-Emissionen. Das fängt an bei den Produkten, die man kauft. Das sind so Sachen wie eben das Wasser aus dem Hahn. Hat Trinkwasserqualität absolut gut und kontrolliert in Deutschland und macht etwa 0,3 Milliliter Öläquivalent, um 1 Liter Wasser zu mir nach Hause zu bringen. Etwa 1 Gramm CO2-Emissionen mit dem Pumpen und Säubern verbunden. Bei einer Wasserflasche, die ich im Supermarkt kaufe, sind das schon 150 Milliliter Öläquivalent. Und wenn das Wasser auch noch aus dem Ausland importiert ist und gekühlt wird, dann liege ich schon bei 1 Kilogramm CO2. Also ist ein Faktor 1000 höher, das 1000-fache an CO2-Emissionen verglichen mit dem Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Das sind so die kleinen Beispiele, wo man schon als Kind, glaube ich, wirklich was tun kann, als Schüler, um CO2-Emissionen zu vermeiden und wegzukommen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir das positive Bild, was einhergeht mit dem Umschwenken auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, die eben nicht mehr auf fossilen Brennstoffen beruht, dass wir das vor Augen haben sollten. Die technischen Lösungen sind eigentlich alle da. Und wir können, wenn wir nur wollen, wenn wir das entsprechend jetzt einleiten, durchaus schaffen, innerhalb von 20, 30 Jahren eigentlich vollständig nachhaltig zu leben. Nur bedeutet es eben ein großes Umschwenken,
ein Verändern der Prioritäten. Politik und Wirtschaft müssen da auch gehörig mitmachen und vor allem natürlich jeder Einzelne muss mitmachen, um das zu schaffen. Aber es ist absolut möglich und würde auch in vielen, vielen Bereichen wirklich ein besseres Leben bedeuten. Gut, damit möchte ich eigentlich schließen. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit für einen Chat. Ich glaube, es gibt viele Punkte auch für die Schüler, an denen man selbst ansetzen kann. Das geht los beim CO2-Fußabdruck kennen und ermitteln. Das geht über das Energiesparen, wo jeder mitarbeiten kann. In die Kommunikation, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass darüber ständig zu sprechen und das auch wirklich über Jahre hinweg im Gespräch zu halten, ist ein ganz wichtiger Teil daran. Und an den Protesten der letzten Jahre ursprünglich initiiert durch Greta Thunberg und Fridays for Future, ist doch viel ins Rollen gekommen innerhalb von kurzer Zeit. Und es gilt, dass das weitergeht, um eben diese entsprechend bedrohliche Entwicklung tatsächlich umzudrehen in eine positive Entwicklung, für die es noch nicht zu spät ist. Damit vielen Dank von meiner Seite. Ja, Joachim, ich danke dir erstmal für deinen Vortrag. Und in Anbetracht der Zeit würde ich ganz schnell hier schon mal die erste Frage, die noch gekommen ist, stellen. So, einen Moment. Und zwar fragt hier jemand bezüglich des Meeresspiegels an unseren Küsten, ob es da irgendwie genaue Daten gibt oder wie stark der für uns an der Küste ansteigen wird. Kannst du dazu was sagen? Gibt es. Also es gibt eine ganz interessante Webseite, wo man sogar einstellen kann für den einzelnen Meeresspiegelanstieg, was das bedeutet, welche Küste dann wie aussieht. Die ist ganz spannend. Kann ich gerne den Link raussuchen und hier noch in den Chat stellen oder sowas. Und natürlich gibt es auch für die deutschen Küsten Untersuchungen inzwischen, einerseits wie weit Deiche erhöht werden müssen, was das für den Küstenschutz bedeutet. Ich kann dazu sagen, viele, viele Milliarden. Also für New York habe ich so eine Zahl im Kopf, dass das also mehr als 50 Milliarden Dollar kosten wird, allein Manhattan einigermaßen abzusichern gegen einen Meter Anstieg Meeresspiegel. Wow, okay. Ich danke dir. Vielleicht kannst du mir den Link schicken. Ich würde den dann weiterleiten. Also einfach hier im öffentlichen Chat und ich leite den weiter an YouTube, an die Co-Moderation in YouTube. Ja, dann mache ich gerne. Genau. Und im Moment, ich muss sagen, gibt es gerade keine weiteren Fragen, aber wir sind auch schon fast am Ende der Zeit. Bist du noch im Spatial Chat? Wir haben diesen Chat, wo das Publikum eben auch Fragen stellen direkt. Ich würde mir gerne den direkt folgenden Vortrag von Herrn Quaschnik auch selber anhören, weil der wirklich ein super Experte ist. Aber dann danach könnte ich noch eine halbe Stunde oder so in den Chat gehen. Ja? Okay, alles klar. Super. Dann würde ich jetzt, genau, du müsstest mir noch den Link schicken und ich werde jetzt hier vorbereiten. Sekunde. Alles klar, herzlichen Dank und ja, gerne. Ich danke dir. Ja.